Heute möchte ich euch zeigen, wie einfach es doch beim Stricken ist, die Maschen zu fangen. Man kann eine Rundstricknadel nehmen oder eine normale Nadel. Das ist ganz egal, das ist euch überlassen. Zum Üben ist es immer ganz prima, wenn man so eine dicke Wolle nimmt. Und wir nehmen sie etwa in der Mitte. Hier nehmen wir sie zusammen, doppelter Faden, da wo sich die Wolle trifft. Nehmen wir sie in die Hand. Zwei Finger halten die Wolle. Dann fangen wir an und machen den ersten Knoten. Wem der Anfang zu schwierig ist, der knotet sich das einfach wie einen normalen Knoten. Einfach mit den Händen Schlaufe legen, durchziehen. Und macht sich die auf die Nadel und zieht es fest. So, dann nehmen wir die Wolle im V mit Daumen und Zeigefinger. Die drei Finger halten die Fäden fest. Und dann drehen wir es uns so, halten es so. Und dann brauchen wir nur, wir haben da eine Öse, die nehmen wir auf. Und da den Faden und ziehen es durch. Dann lassen wir los und ziehen es fest und haben gleich wieder unser V. Wir gehen bei den Daumen, nehmen uns die Öse, nehmen den gegenüberliegenden Faden und ziehen ihn durch, lassen den Daumen los und der Daumen zieht fest und wir haben schon wieder unser V. Ein kleiner Trick, den zeige ich euch noch, damit die erste Reihe nicht so fest ist, kann man eine Stricknadel nehmen von einem Spiel, also die darf hinten und vorne keine Verdickung haben. Und man würde mit zwei Nadeln die Maschen fangen. Einfach so doppelt genommen. Und wir fangen die Maschen, weil durch die doppelt genommene Nadel, die kann man nachher rausziehen, ist die Masche wesentlich lockere und es gibt nicht so einen festen Rand, weil beim Stricken in der ersten Reihe wird das sowieso lockerer und es zieht sich nicht so nach innen. Es gibt ein lockeres Bündchen. Das ist ein kleiner Trick. Das wäre mein heutiges Video zum Maschenfangen, zum Stricken.